Urdhva-hasta-prapadāsana. Die Zehenspitzenstellung mit erhobenen Händen. Moritz zeigt, wie es geht. Ausgangsposition kann jede beliebige sitzende Stellung sein. Von hier geh auf die Zehenspitzen. Hebe dabei die Fersen hoch. Anschließend hebst du die Arme hoch. Erst die Hände vom Brustkorb zusammen, dann hoch und nach Möglichkeit die Ellbogen gestreckt und Arme, Handflächen zusammen. Schaue dabei auf einen Punkt vor dir auf der Wand, das macht es etwas leichter. Eine stärkere Herausforderung wäre es, die Augen zu schließen, das ist aber sehr schwierig, das Gleichgewicht zu halten. Urdhva heißt übrigens erhoben, Hasta heißt Händen, Prapada oder Prapada ist der vordere Teil des Fußes, Pada heißt Fuß und Urdhva-Hasta-Prapadāsana heißt die Zehenspitzenstellung mit erhobenen Händen. Du kannst dabei die Knie auseinander haben oder du kannst die Knie auch zusammen haben. Knie zusammen führt noch etwas mehr nach innen und die Knie nach außen führt einem zu einem Gefühl der Weite und der Ausdehnung. Die Stellung ist gut für die Flexibilität der Zehen und der Knie und der Fußgelenke, vor allem aber gut für Gleichgewicht, Konzentration und Willenskraft. Mehr zu allen Variationen von Prapadasana Zehenspitzenstellung im Wiki unter wiki.yoga-vidya.de.